Dieser Film ist für all diejenigen, die in Zukunft auch noch entspannen wollen. Öko ist langweilig. Öko ist Abfall. Wer braucht schon Öko? Öko ist hässlich. Öko ist nichts für mich. Öko ist nichts für mich. Öko ist was für uns. Plastiktrinkhalme waren gestern. Das ist der erste essbare Trinkhalm aus Fruchtresten. Er ist nicht nur nachhaltig, sondern auch verdammt lecker. Beiß einfach rein. Er ist biologisch abbaubar, hinterlässt keine Spuren und schafft somit die Verbindung zwischen Natur und Genuss. Für unsere essbaren Trinkhalme kommen nur pflanzliche Zutaten zum Einsatz. Wir verwenden das, was bei der Apfelsaftproduktion am Ende übrig bleibt und geben dem Apfel somit ein zweites Leben. Das sind die Apfelfasern, die festen Bestandteile eines Apfels. Allein in Deutschland fallen jährlich 100.000 Tonnen Apfeltreste an. Damit könnte man die Hälfte aller in Deutschland verbrauchten Plastiktrinkhalme ersetzen, und zwar 20 Milliarden Stück. Die Fasern haben nicht nur einen hohen Anteil an Ballaststoffen, sondern sorgen im Zusammenhang mit Pektin für stabile Eigenschaften. Das Pektin und das natürliche Apfelaroma stammt von einem derselben Frucht, dem Apfel. Wahnsinn, was man aus einem Apfel alles herausholen kann, oder? Auch andere leckere Früchte können eine ideale Grundlage für unsere Trinkhalme sein. Geschmacksrichtungen wie zum Beispiel Erdbeer oder Zitrone sind möglich. Und hierfür brauchen wir eure Unterstützung. Wir wollen die Erdbeergeschmacksrichtung auf den Markt bringen. Außerdem können wir an neuen Geschmacksrichtungen feilen. Aber was uns besonders wichtig ist, wir wollen mit eurer Hilfe eine Produktionslinie bei einem großen Lebensmittelhersteller aufbauen und so die Eatable Trinkhalme in Serie produzieren. Damit setzen wir den Grundstein für intelligente Lebensmittel. Eat Apple ist für all diejenigen, die wissen, dass Nachhaltigkeit für unsere Zukunft wirklich wichtig ist. Wir zählen auf eure Unterstützung und euer Gewissen.